Heute mal wieder eine Buchempfehlung für Amerika-Fans, so wie ich es bin. Karl Schlögl, American Matrix, die Besichtigung einer Epoche. Eine faszinierende Reise durch die USA, genauer gesagt durch die USA des amerikanischen Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts, durch die Brille verschiedener Zeitzeugen, wie zum Beispiel Max Weber, der die Schlachthöfe von Chicago besichtigt hat und diese Eindrücke dann wiedergibt. Es ist eine Vermessung sozusagen des 20. Jahrhunderts, des Aufstiegs der Vereinigten Staaten durch die Eisenbahn, durch die Autobahnen, durch die Hochhäuser. Eine Geschichte in einer Art und Weise geschrieben, essayistisch, wie man sie noch nicht kennt. Deshalb wurde Schlögl auch zu Recht für den Bayerischen Buchpreis nominiert.